So, und jetzt habt ihr auch mal GLaDOS kennengelernt. Das ist die coole Stimme, die uns jetzt begleiten wird. Der Humor von GLaDOS ist einfach noch besonders und einfach der mit der Beste, den es gibt. Und mit GLaDOS wird es immer richtig witzig. Wir fallen hier gerade ein wenig runter. Das ist. Ach du Scheiße. Hallo? Wo geht's denn hin? Oh fuck. Da wären wir, die Brennkammer. Vorsicht, stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Das Doppelportalgerät sollte hier irgendwo sein. Finde es und wir können beginnen, wie früher. Nett auf jeden Fall hier unten. Finde die Da ist Atmosphäre sehr sie. schön. Warte. Da. Gut, du hast das Doppelportalgerät. Es gibt hier bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich. Nach Testbeginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Ah. Gott. Da soll man rauskommen. Auf jeden Fall habt ihr jetzt mal GLaDOS kennengelernt. Die gute GLaDOS wird uns jetzt noch komplett durch die Lass mich Story. das für dich holen. Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Nö. Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Ja, Im cool. Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten 2 Minuten meines Lebens erhalten. Ich Sehr konnte, freundlich. musste deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben, andauernd. Weißt du, jeder andere, dem du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn. Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Es ist schön, das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen. Wir haben so viel zu tun und nur noch 60 Jahre dafür übrig, in etwa. Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. Und unter anderem, wie ihr jetzt, beziehungsweise wie ihr jetzt auch seht, bewegen sich die Kameras wieder, weil GLaDOS jetzt wieder am Leben ist und alles überwacht. 19 von 19. Nett. Ich räume das für dich weg. Was für ein Saustall. Wichtig ist, dass du zurück bist. Bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen. Bis an dein Lebensende. Und danach, Freundlich. wer weiß. Ich könnte mir ein Hobby suchen. Tote erwecken vielleicht. Und das meine ich mit dem ganz speziellen Humor von GLaDOS, der einfach extrem witzig ist. Auf jeden Fall, wir haben jetzt GLaDOS kennengelernt und gehen jetzt ein wenig weiter in der Story. Und kommen jetzt an die richtigen Tests, weil das vorher, das waren alles so einfach Tests und jetzt fangen wir ein bisschen schwieriger an, die auch ein bisschen mehr fordernd sind. Der Verzeih das Kaltstart. Chaos. Ich habe meine Pflichten vernachlässigt, seit du mich getötet hast. Danke übrigens. Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Oh gut, es ist wieder da. Ich bringe hier alles zum Laufen und du machst diesen ersten einfachen Test. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Nett. Tu das. Das sind Laser. Tut das weh? Ich glaube, das tut weh. Okay, nicht alle Kameras sind hier am Laufen. Dann wollen wir mal gucken, was wir mit so einem Laser machen können. Zum Beispiel können wir damit Energie betreiben. Das ist nun die Frage. Ich hoffe, das ist kein giftiges Wasser. Es gibt ja so komisches Säurezeug überall. Nicht schlecht. Ich vergaß, wie gut du darin bist. Doch du solltest dich zügeln. Es gibt noch so viele Tests. Oh ja, ich freue mich schon. Auf jeden Fall, es gibt an ein paar Stellen gibt es so Säure als Boden. Und es ist dann nicht ganz so angenehm, auf den Boden zu kommen. Aber das Ganze ist ja hier nicht der Fall. Und ich habe gerade keinerlei Ahnung, wie lange wir schon am Spielen sind.
Ach, ist ja mal ganz cool zu wissen, wie lange wir schon im Spiel sind. Ah, steht ja nichts, ne? Schade. Zum nächsten Test gehören Entmutigungs-Umlenkungswürfel. Ich hatte sie gerade vor deiner, Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Einer müsste in der Ecke sein. Wie passend, dass der Entmutigungswürfel in der Ecke sitzt. Und Weasley lebt noch. Sehr schön. Unser Freund. Nein. Guck mal, Mann. Sehr schön. Auf jeden Fall können wir hiermit ein wenig die ganze Sache umlenken. Und ich klaue mal die Kamera. Aber ich sag dazu leider noch nichts. Und nur zur Info, so sieht ein behinderter Maschine aus. Spaß. So, jetzt müssen wir nämlich gucken, dass wir einmal da ein Portal machen und da ein Portal machen. Damit wir den Würfel mitnehmen können. Gut gemacht. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Freundlich. Überaus freundlich. Oh, mein Arsch tut so langsam weh von auf der Couch sitzen. Wo die Couch eigentlich ziemlich gemütlich ist. Ich glaube, ich mache euch mal ein Bild von diesem Setup. Lass dich diese schreckliche Geschichte nicht entmutigen. Es sind doch nur Daten. Falls dich das freut. Es ist nun wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Sehr freundlich. Ich glaube, das hört man gerne so. 3 von 22, hoffentlich, wir müssen die alle machen. Das ist doch ziemlich langwierig. So, einmal bitte aufbauen. Vielen Dank. Was haben wir hier denn? Sucker's Luck. Too many variables. Also Variablen. Feels like a travel. Es gibt hier immer so wieder so versteckte Sachen. Ohne funktionierendes Radio, was schon ziemlich cool ist. Auf jeden Fall sind die von irgendeinem Überlebenden, wo man noch nicht so wirklich weiß, wer das ist. Also im Spiel lernt man den nicht wirklich kennen. Oh, schade. Wo kann man hier vorne rein? Irgendeinem Level kurz mal hier reingehen. Man muss immer so ein bisschen gucken, wenn so Sachen hier vorstehen, ob man da nicht vielleicht reingehen kann. Weil oftmals hast du da Easter Eggs. Deswegen ist das eigentlich ganz so cool an dem Spiel, weil du hast an vielen Stellen Easter Eggs mit drin eingebaut. Total witzig sind teilweise. Und nur teilweise. Nein, eigentlich sind alle witzig. So. Achso, das Ding muss man per Laser, per Portal umlenken. Zweites Ding ist. Ich sag mal. Der so. Muss sein. Dann da runter. Oh, das war knapp. Und. Gratuliere, nicht zum Test. Die meisten Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar Pfund zugelegt. Ja,
GLaDOS ist überaus freundlich. Ich glaube, die nimmt uns das ein bisschen ernst. Also ein bisschen böse, dass wir sie umgebracht haben im letzten Teil. Muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich auch tun, aber. Ne? So ein Roboter, der müsste doch Verständnis haben, dass man ihn umbringt, oder nicht? Ich habe gerade mal kurz einen Schluck getrunken. Und ich habe gerade mein USB-Hub runtergeschmissen, wo mein Mikrofon dranhängt. Geiler Scheiß. Ist aber auch nicht so schlimm. Das Kabel ist lange noch, da macht es nichts. Du gehst schneller durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Schalte ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Wow. Ich bin gerade voll erschrocken, weil der Boden fehlte. So, da ist schon leiser. Ja, Ding. Lass mal kurz gucken. Also, wir haben hier vorne aber einen Laser. Und wir haben da eine weiße Wand. Wo wir schon mal den Laser mit umlenken können. Okay, damit können wir schon mal darüber gehen. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal da ein Portal hin. Wo kommt der runter? Ah, direkt hier vorne. Ja gut. So, jetzt müssen wir da. Da, nein. Mist. Nee. So, da. Ich mach mal kurz Pause. Wir sehen uns gleich später. So, da bin ich wieder. Und wir waren ja gerade dabei, dass wir rüberkommen. Da müssen wir jetzt ein Dime-Portal schießen. Geht er nicht hindurch? Springen dann ganz fix hier drauf. Und machen ihn wieder an. Jetzt müssen wir einmal ganz kurz darüber sprechen. Eins muss man dir lassen. Du wieder. Hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. GLaDOS ist einfach so unglaublich freundlich immer. Also, egal was man macht, sie macht es schlecht. Eigentlich ist das so richtig. Aber es macht halt einfach extrem Spaß, dieses Spiel. Ich weiß nicht, ob das. Ich muss mal gucken, wie es so ist, wenn man das Ganze zuschaut. Ich hoffe mal, es ist einigermaßen unterhaltsam, wenn ich hier so durchlaufe. Würde ich failen und es überhaupt nicht hinkriegen, wäre es wahrscheinlich spannender. Obwohl, in dem Spiel wäre es überhaupt nicht spannend, wenn man es nicht kriegt. Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also dann viel Glück. Freundlich. Und das sind die schönen Spielzeuge. Womit man eine Menge Spaß haben kann. Ja. Ich habe damit zumindest eine Menge Spaß. Jetzt müssen wir mal gucken, jetzt müssen wir den Würfel bekommen. Der fällt hier runter. Ungefähr gucken. Nein, nicht ganz. Nein. Komm schon. Hab ihn. Und wir zurück. Du atmest übrigens keine echte Luft. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessante Geschichte, oder? Nett. Wie war das, war so dieser giftige Zeug im Boden? Hier das giftige, also der. Es war auf jeden Fall so Säure auf dem Boden, wo man dann nicht reinfallen darf. Es gibt Stellen, wo man reinfallen kann, darf. Und es gibt Stellen, wo man nicht reinfallen darf und sollte.
weil man dann stirbt und von vorne anfängt, was nicht ganz so cool ist.